Hey Leute, willkommen zurück bei Sky Factory. So. Oh, cool, wir können enden. Also, das letzte Mal haben wir unseren coolen Cobblestone-Generator gemacht. Und haben ein 64er-Stack schon. Brav. Und ich habe eine ganze Menge Blätter dabei. Keine Ahnung warum. Nicht die leiseste Ahnung, warum ich die ganzen Blätter dabei habe. Naja. Dann kompostieren wir sie halt gleich wieder. Just for fun. Just for dirt. Ich würde sagen, unser nächstes. Wir bauen uns jetzt mal hier. Die sind zwar ganz süß, aber ich würde sagen, wir bauen uns dann mal ein Heavy Sieb. Sieb, also einfach ein schweres Sieb mit Eisen. Gedöns. Mit einem Iron Mesh, also mit einem Eiseneinsatz sozusagen. Das sollte das Ganze nochmal beschleunigen. Wenn ich mich gerade frage, wie man das dann automatisieren kann. Eine sehr gute Frage. Ich denke, wir müssen da hinten an der Monsterfalle auch mal weiterbauen. Weil wir bei einer Automatisierung wahrscheinlich für die Bäume Bäume brauchen und dann brauchen wir eine automatische Monsterfalle, also eine Lava-Axt oder so. Kriegen wir zwar keine EPs raus, aber so geht das. Ja. Jetzt sieben wir mal erstmal ein bisschen, weil Eisen wäre auch ganz geil. Habe ich nichts gegen einzuwenden, gegen ein bisschen Eisen. Und ich denke, hier könnten wir echt ein bisschen Eisen rauskriegen. Ein halber Berg hier. Wir bauen uns einen Berg, anscheinend. Das war doch richtig klar. Okay. Aufsteigen. Ich glaube, so in die Richtung können wir mehr aufdecken. Also Steinprobleme haben wir auf jeden Fall nicht mehr. Komm mal Stein. Schon wieder 56. So viel Stein hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich will doch nur ein kleines. Ich wollte doch nur ein kleines Hämmerchen machen. Dann gibt er mir 56 Steine. Das ist Quatsch. Also, dass man so Scheren nicht aus Stein machen kann. Stein hätten wir jetzt genug.
Und weiter geht's. Oh, das sah schön aus. Ein bisschen Kies. Könnte jetzt etwas... Oh, noch habe ich das Gefühl. Man auch automatisieren kann. Man irgendwie schaut, dass man in einer Kiste immer voll Stein, eine Kiste voll mit Gravel, eine Kiste voll mit Sand und eine Kiste voll mit Dreck hat. Wäre auch praktisch irgendwie. Schön, schön, schön. Nochmal 11 Eisen. Also ich glaube, nach bezüglich Metallen sind wir jetzt eigentlich sehr gut abgedeckt. Können wir noch ein, da kriegen wir noch ein Eisen raus, da kriegen wir Premium raus, da kriegen wir. Ach, ist das schön. Können wir doch bestimmt irgendwie weiterfahren. Was kann ich? Schmelzen? Ach du Scheiße. Eigentlich ein Kopf. 288 beliebt. Wie kriegen wir so ein Sackmalwerk? Sieht gar nicht mal so schwierig aus. Das dauert eh noch ein bisschen. Acht Eisen. Das lassen wir mal. Oh. Acht Eisen. Den Rest lassen wir mal drin. Dann ernten wir mal unser Essen ab hier. Hey, Kartoffel! Warum musstest du von uns gehen? Da? Die war noch gerade eben noch nicht ausgewachsen, oder? Na, jetzt müsste man sich auch nochmal die ganzen Rezepte anschauen, die man Essen machen kann. Drei, weil
Gut, dass es hier keine Physik gibt. Das? Ne, da brauche ich drei nebeneinander. Unser Feld auch mal ein bisschen ausgebaut. Ich weiß jetzt kann ich jetzt nicht ganz genau, warum wir überall Erde drunter, Holz drunter haben, aber. Stört mich ja nicht. Damit sieht unsere Farm gar nicht mal so hässlich aus. Ey, hässlicher. Und tschüss. So, jetzt ist mir die Frage, irgendwo hat mir die Hake reingeschnitten. Aber wo? Wo? Ich glaube, wir haben keine mehr. Doch da. Sind wir noch nicht kaputt gegangen. Wie viel? 3x64. Läuft. Haben wir was Bestimmtes anpflanzen? Oder schauen wir erst in Wien. Heavy. Ist ja eigentlich egal. Okay, das Heavy geht eigentlich ganz einfach. Das habe ich schon wieder vergessen. Dann versuchen wir gleich mal 3 zu bauen davon. Das würde aber besser funktionieren. Hätte ich mir vorher Sticks gemacht. Ja, nur 1, 2, 3. Zum Testen. Ob das jetzt geil ist oder scheiße. Brauchen wir aber noch. I will. Ash. Eis und Erd. Das sollten wir hinkriegen eigentlich. Das sollten wir ganz gut hinkriegen. Obwohl, eventuell haben wir zu wenig Strings. Machen wir halt einfach mal. Ja, wir brauchen 3 Stück. Ah, wird knapp. Mal einen schaffen. Sag bitte, das ist anders. Ja, das ist andersrum. Und doch weniger Metall. Das Eisenrahmen, okay. Zwei können wir machen. Ein Faden fehlt. Hier Eisen. Zwei haben wir da. Also hier. Waffe dann ein bisschen. Dann haben wir so wenig. Also können wir uns den Abfall reinziehen. Oder auch nicht.
Und 3 Meshes. So war das gedacht. So, dann stellen wir sie jetzt erstmal. Ja, stellen wir sie erstmal da dran einfach. Aus wegen Zwecks Platzmangel. So. Ich hab nicht gedacht, dass wir hier so viel rauskriegen. Jetzt brauche ich auch noch den Compressed Hammer. Total vergessen. Okay, ist down. Down wird's. Schon wieder leer. Ich glaube, wir müssen bald so einen zweiten davon bauen. Haben wir noch 5. Wollen noch 4. Ah, irgendwie haben wir jetzt. Nee. Ach, ich hätte noch einen. Egal. Können wir jetzt hier die restlichen Sperren nochmal mitnehmen, die wir eh schon haben. Aber Wein meiner funktioniert nicht. Das ist natürlich blöd. Frage, was würde schneller gehen? Ich denke, Normalform mit Wein meiner würde sogar fast schneller gehen als hier so mit dem Compressor. Na, jetzt haben wir den Hammer. Jetzt müssen wir ihn halt einmal durchbringen. Ganz Menge Kies. Wo kriegen wir eigentlich am meisten Samen? Das ist die Frage. Weil deutsche Version. Okay, alles klar. Wollt ihr das mal? Ja, alles drin. Mana Infuse. Crusher. Okay, aber eigentlich wollte ich wissen. Die fehlt mir hier irgendwie. Ach, weil ich falsch angeklickt habe. So. Hier kriegen wir halt. Mit dem Iron Mesh kriegen wir nur Lapis noch. Gar nicht, Flint. Iron. Also Diamant von 1%.
Finde ich nicht so prickelnd. Wollen wir Sand durchjagen? Ancient Spores, kurz. Bowbone könnten wir kriegen. Okay. Das. Ich glaube, bei keinem anderen haben wir Redstone rausgekriegt, oder? Dann machen wir das doch mal zu das, aber. Ah, jetzt haben wir den Compress-Timer, jetzt müssen wir ihn loswerden. Hilft nicht. In Zukunft werde ich den nicht mehr hernehmen, sondern werde es mit dem normalen Hammer und Wattenmeiner machen. Es geht einfach viel schneller. Dann sollte jetzt ein einer überfallen. Haben wir wieder unsere 39 Kompress. Also das ist echt schade. Das wäre so cool, wenn der Weinmeiner jetzt auch noch funktionieren würde. Wenn das nicht der Fall ist, ja. So, eine Runde müssen wir noch, dann sind wir beim DAS. Feiner Patsch geklickt. Kann ja auch mal passieren. Sehr schön aufgestapelt hier alles. Na gut, der Compressed Hammer ist zum Glück auch gleich kaputt. Dann müssen wir das Ding nicht mehr hernehmen. So, einmal nochmal alles komprimieren. Dann hoffen, dass das so wie beim normalen Sieb ist. Wenn er mich jetzt nur einen nach dem anderen machen lässt, dann sind die normalen Siebe wieder von Vorteil. Dann brauchen wir halt mehr Iron. Boah, das ist mir dann wert dafür, dass es schneller geht. Oder halt sofort automatisiert. Ja, toll. Warum sind die Compress-Dinger alle scheiße? Kann doch nicht sein. Ich bin mir so beschissen. Aber wir kriegen auch ordentlich Glowstone Dust. Das ist schön.
Also eigentlich habe ich hier nur 8 Iron verschwendet. Gut zu wissen. Das war einfach. So spannend. Ja, wir kriegen schon ordentlich raus aus dem Stapel. Muss man ihm lassen. War gar keine so eine schlechte Ausbeute. Geht schlimmer. Geht schlimmer. So, also da müssen wir schauen, dass wir das jetzt hier endlich automatisieren. Sonst kriege ich Spaßprobleme. Und okay. Nehmen wir jetzt mal aus. Die werden wir da drin wahrscheinlich schon wieder sehen. Hier. Ja, hilft nichts. Also wir müssen auf jeden Fall unseren unser wunderschönes Konstrukt da hinten fertig machen. Nochmal nachschauen. Oh, 5x64. So ist es schön. Okay, Leute. Ich hole mir jetzt erstmal das Weizen. Und die Kartoffel. Dann schmeißen wir uns ja auch was zu essen. Das können wir hier schnell kaputt machen. Oder auch nicht. Drin. Aha. So viel Zeug. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt ein Kommi und ja, keine Ahnung, ich habe mich voll verplappert. Egal, macht's gut. So long, euer Sergeant Carl.